Ein riesiger Wandel rollt auf die Automotive-Industrie zu und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance TV. Wir sehen Elektromobilität, wir sehen Carsharing und viele andere Dinge, die einiges verändern werden in der Branche. Was bedeutet das für die Cashflow- und Finanzprofile? Was bedeutet das für die Produktionsnetzwerke? Das sind die Fragen, die wir heute hier behandeln wollen und zwar mit dem Autoexperten Dr. Elmar Kades von LX Partners. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Vielen Dank. Es gibt Experten, die behaupten, dass wir in 10 Jahren schon 20-30% Elektroautos und Hybridmodelle auf den Straßen haben werden. Glaubt LX Partners das auch? Das Dieselgate hat ein Umdenken in der Branche bewirkt und wir sehen die Elektrifizierung des Antriebsstrangs als eine Notwendigkeit an, um die zukünftigen Emissionsgrenzwerte zu erreichen. Es wird also kein Aufschieben der Emissionsgrenzen nach hinten geben. Das bedeutet, dass wir die Elektrifizierung des Antriebsstrangs einen deutlichen Schub erreicht haben. Und wir werden 2030 sicherlich 35-40% Plug-in-Hybride und reine Elektrofahrzeuge haben. Zusätzlich kommt hinzu, dass der klassische Verbrennungsmotor hybridisiert, entweder mild hybridisiert oder Vollhybride verkauft werden, wie bei Toyota heute schon über 25%. Und dadurch werden in 10, 15 Jahren alle OEMs, alle Antriebsstränge parallel vorhalten müssen. Da kommen aber Investitionen auf die Automotive-Konzerne zu, die Sie bis jetzt auch gar nicht gekannt haben, oder? Ja, das ist so und man muss das derzeitige Investitionsbudget überdenken und schauen, wo man die neuen Investitionen hinpositioniert. Gehen wir davon aus, dass im Durchschnitt jeder OEM 5, 6 neue Modelle, nämlich Plug-in-Hybride und Elektrofahrzeuge, auf den Markt bringen muss. Die reinen Hybridfahrzeuge könnte man als eine Erweiterung der bestehenden Verbrennungstechnologie ansehen. Eine Neuentwicklung eines Fahrzeuges kostet, wenn Sie es auf einer bestehenden Plattform machen, zwischen 200 und 300 Millionen Euro. Wenn Sie eine komplett neue Plattform entwickeln und ein Fahrzeug, dann sind Sie über 1 Milliarde. Im Durchschnitt, würde ich sagen, haben Sie 500-600 Millionen Ausgaben für ein neues Modell. Gehen wir davon aus, wir müssen 50 Modelle in Europa neu entwickeln für die 10 OEMs, die aktiv auf diesem Markt sind, dann haben wir ein Investitionsvolumen, ein neues Investitionsvolumen von 25-30 Milliarden Euro im Minimum. Und das ist natürlich eine beträchtlich hohe Zahl. Eigentlich könnte das ja als gute Nachricht für die Zulieferer verstanden werden. Wenn viel investiert wird, landet auch viel Geld bei denen. Aber jetzt weiß man ja, dass Elektromotoren und die Antriebsstränge, die dazugehören, aus viel weniger Einzelteilen bestehen als die heutige Autogeneration. Da werden ja ganze Zuliefererketten überhaupt nicht mehr gebraucht werden. Sehen wir dann Zuliefersterben? Das ist eine vielschichtige Analyse, aber wir werden kein Zuliefersterben sehen. Was wir durch die Elektrifizierung sehen, die in das Fahrzeug einzieht, ist, dass wir den Antriebsstrang verändern durch Elektromotor. Wir sehen die Elektrifizierung im Chassis, nämlich durch autonomes Fahren. Und wir sehen über die Connectivity eine Veränderung des Innenraums. Auf diese Themen muss sich die Zulieferindustrie einstellen. So, wann wird ein Zulieferer sterben? Er wird dann sterben, wenn ihm der Markt wegbricht. Oder wenn er durch finanzielle und operative Schwierigkeiten in Schieflage kommt. Das Zweite kann jeden betreffen und passiert tagtäglich. Das wichtige Thema ist das erste Thema. Wird innerhalb von Powertrain die Elektrifizierung, Marktvolumen oder Lieferanten sterben lassen? Die klassischen mechanischen Bearbeiter, also Gießer mit Bearbeitungszentren, haben einen schrumpfenden Markt vor sich. Dieser Markt ist der reine klassische Verbrennungsmotor, der bis 2030, 2040 per Definition rückläufig sein wird. Ich habe vorhin gesagt, zwischen 25-30% werden wir Plug-in-Hybride und batteriegetriebene Fahrzeuge haben. Das heißt, dieses wird vom Volumen des Verbrennungsmotors weggehen. Und auf diese neuen Begebenheiten müssen sich diese Lieferanten einstellen. Werden sie dadurch sterben? Sie werden härter um dieses Volumen kämpfen müssen. Ihre Margen werden zurückgehen und sie werden sich umpositionieren müssen. Heute drehen die Autokonzerne gewaltige Umsatzvolumina, weil sie die Autos entwickeln, montieren und dann am Stück verkaufen. Cash-Inflow im Prinzip sofort. Jetzt gibt es ja viele Leute, die sagen, die Geschäftsmodelle an sich werden sich ändern. Es wird in Richtung Mietmodelle gehen, so wie es bei Softwareunternehmen wie SAP, Oracle heute schon der Fall ist. Gehören Sie auch dazu?
E-Mobility, Carsharing, autonomes Fahren wird die Margenmodelle und die Cashflow-Modelle der Automobilisten verändern. Wir müssen unterscheiden zwischen den neuen Spielern, die hinzukommen, in den Markt neu eintreten, und den bestehenden OEMs, die von diesen neuen Geschäftsmodellen natürlich auch partizipieren wollen. Es lohnt sich also, einmal auf Uber zu schauen. Ja. Uber macht pro Jahr 4 Milliarden Umsatz. Das bedeutet, dass sie etwa 20 Milliarden Fahrzeuge oder Fahrten haben, die sie verkaufen. Das bedeutet, bei etwa ein Drittel Fahrzeugkosten 6 bis 7 Milliarden, die in die Fahrzeuge fließen. Bei etwa 25.000 bis 30.000 US-Dollar durchschnittlicher Preis eines Fahrzeugs sind das etwa 300.000 Fahrzeuge. Bei 100 Millionen Fahrzeuge im Jahr, die weltweit verkauft werden, sind es 0,3%. Würde man vielleicht alle neuen Spieler mal zusammenzählen, dann kommt man auf 0,5, 0,6% Marktanteil. Und das bedeutet, dass sie eigentlich verzwanzigfachen müssten, diesen Marktanteil, um auf ein Volumen zu kommen von etwa 10%, das dann wieder die Margen beeinflusst. Da haben wir noch etwas Zeit hin. Aber es wird kommen, der Tag wird kommen, und alle OEMs müssen sich auf diese neuen Gegebenheiten einrichten, aber sie haben etwas Zeit, um von diesem Kuchen etwas abzuhaben. Sie haben trotzdem am Anfang gesagt, dass sich die Cashflow-Profile verändern werden, der Autokonzerne. Inwiefern genau? Wenn neue Spieler Marktmacht haben und in einem Bereich vorstoßen von etwa 10% oder mehr, dann haben sie Volumen- und Kommoditisierungseffekte. Das bedeutet in dem Moment, dass sie Fahrzeuge oder Flotten kaufen können mit günstigeren Preisen, mit höheren Rabatten. Und das geht natürlich ein in die Margen, und die Margen werden in Richtung geringere Margen kommen. Es sei denn, sie bieten auch diese Dienste an, sie werden erfolgreich in diesen Modellen auch mitspielen können und können diese Margen selber abholen. Das ist ein interessantes Thema, das greife ich gleich auf bei den drei Fragen von Finance TV, die ich auch Sie bitte ganz kurz zu beantworten, gerne ja oder nein. Wir bleiben bei den Margen. Sie haben gesagt, die Autokonzerne werden möglicherweise mit sinkenden Gewinnmargen konfrontiert werden. Wird das auch für die Autozulieferer gelten? Nein. Die zweite Frage, eine Schätzfrage: In welchem Jahr wird die Mehrzahl der produzierten Autos Elektro- oder Hybridantrieb haben? 2035. Und die letzte Frage: Kann die deutsche Autoindustrie inklusive ihrer Zulieferer ihre führende Marktstellung in die neue Autowelt hinüber retten? Eindeutig ja. Eindeutig ja. So selten, so klar hat man das selten gehört. Danke für Ihren Besuch, Dr. Elmar Kades. Danke Ihnen auch fürs Zuschauen. Da ist eine ganze Menge am Laufen. Wir bleiben für Sie am Ball. Sie werden es wahrscheinlich auch selber merken. Wir wünschen Ihnen alles Gute bei der Bewältigung dieses Wandels und freuen uns, wenn Sie auch bald wieder reinschauen bei Finance TV. Danke und tschüss.